Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero. Herzlich willkommen zu meinem Rückblick zu TLC. Die Kickoff-Show bekam noch ganz spontan ein 10-Mann-Tag-Team-Match zwischen Apollo Crews, den Hype Bros, den American Alpha, gegen die World Villains Ascension und Kurt Hawkins. An sich war das Match ganz in Ordnung, ist halt ein typisches Kickoff-Show-Match, obwohl ich hier wieder sagen muss, muss ein 10-Mann-Tag-Team-Match bei dem Pay-Per-View nach Survivor Series, wo wir 3 10-Mann- oder 20-Mann-Tag-Team-Matches hatten, muss es sein? Letztendlich haben American Alpha gewonnen, also ganz Standard-Gedöns. Übrigens schon mal anzumerken, nicht so wie sonst saßen dieses Mal zwei andere deutsche Kommentatoren am Ring, und zwar Holger Böschen und Manu Thiele. Grüße an euch. Und dann begann die eigentliche Show mit dem SmackDown Tag Team Titelmatch. Rhino und Heath Slater gingen gegen die neue Wyatt Family. Und das Match hat mir sehr gut gefallen. Es war zwar letztendlich doch überraschend, weil ich damit gerechnet habe, aber ich freue mich, dass es so ist. Die Wyatt Family gewinnt dieses Match und holt sich die SmackDown Tag Team Titel. Bray Wyatts erster Titel, völlig zu Recht, das hat viel zu lange gedauert. Der Typ ist großartig und es gehört sich einfach so, dass der auch einen Titel bekommt. Randy Orton hier den Tag Team Titel auch mitzugeben, finde ich auch ziemlich nice. Und dazu kommt, dass Luke Harper die beiden Titel nach dem Match auf die Schultern gelegt bekommen hat, so dass wir hier davon ausgehen können, dass man ähnlich wie bei New Day auch hier die Freebird Rule anwenden wird. Das heißt, dass auch Luke Harper, obwohl er jetzt den Titel nicht gewonnen hat, diesen verteidigen dürfte. Ob das so gemacht wird, ist zwar noch nicht raus, dennoch feiere ich das hier übel. Danach gab es ein kleines Interviewsegment mit Dean Ambrose und dieser hat gesagt, dass James Ellsworth heute Abend keine Rolle spielen wird, dass er in Ruhe zu Hause sitzt, von wegen, wir lassen mal die Fans in dem Glauben, dass er hier nicht in dem World Title Match eingreifen wird. So hätte ich es mir auf jeden Fall gewünscht, aber da kommen wir später noch zu. Denn das nächste Match war Carmella gegen Nikki Bella und das war ja hier ein No-DQ-Match. Und hier haben sie zwar schon einigermaßen gut alles so verwendet, was da irgendwie rumlag, unter anderem auch ein Feuerlöcher, denn da hat Nikki Bella zum Schluss komplett rot gesehen und hat das Ding wahrscheinlich komplett leer gezogen, bis sie dann die Rack Attack 2.0 mit gegen Carmella angesetzt hat und so das Match gewann. Nach dem Match war Carmella natürlich dementsprechend sauer und hat gesagt, dass sie weiß, wer bei Survivor Series Nikki Bella niedergestreckt hat, und zwar Natalya. Da Spoiler-Alarm können wir also wohl davon ausgehen, dass wir bei SmackDown ganz zufällig auf einmal Videoüberwachungsaufnahmen finden, um dann zu sehen, dass es doch Natalya war. Oh mein Gott. Dann gab es das Intercontinental Championship Match zwischen The Miz und Dolph Ziggler und ich bin hier fest davon ausgegangen, dass Ziggler das Ding wieder zurückholt, da man ja eigentlich Miz den Titel nur gegeben hat, um gegen Sami Zayn einen Heel bei Survivor Series zu setzen. Das hat man hier aber nicht gemacht. The Miz verteidigt das Ganze clean. Maryse ist mir dieses Mal nicht auf den Sack gegangen. Maryse hat die beiden hier auch dementsprechend kämpfen lassen und es war ja ein Ladder Match, es war ziemlich gut. Die haben sich da alles gegeben. Zum Schluss konnten, glaube ich, beide nicht mehr laufen, weil beide immer dementsprechend auf die Knie gegangen sind. Aber es war sehr, sehr cool. Auch, dass The Miz zum Schluss gewonnen hat, gefällt mir sehr gut. Der Typ ist einfach im Moment so geil drauf. Klar hätte ich auch gerne gesehen, wenn Dolph Ziggler den Titel wieder gekriegt hätte. Aber so, glaube ich, kann man das ganz gut machen. Und dann das Match, was mich wirklich überrascht hat. Baron Corbin gegen Kalisto. Und das war wirklich sehr eigenartig, weil ich eigentlich davon ausging, dass das kein großes Ding wird und Baron Corbin zum Schluss gewinnt. Ich meine, das ist zwar passiert, aber es war doch ein großes Ding. Denn ich würde fast sagen, das war das Match der Karriere von Corbin, weil das war echt gut. Es war ein scheiß Stuhl-Match, aber es war richtig gut. Vielleicht habe ich auch eine Meise, aber ich fand's echt Hammer. Dass Corbin hier auch zum Schluss gewonnen hat, ist völlig vertretbar und bin gespannt, ob der jetzt in Richtung vielleicht Titel geht, obwohl man ja mit Heel Baron Corbin und Heel The Miz dann auch den nächsten Titel nicht hätte. Ich weiß nicht, wohin man da mit ihm will, aber dennoch, glaube ich, ist das ein ganz guter Start hier erstmal. Dann gab es das SmackDown Women's Titelmatch zwischen Becky Lynch und Alexa Bliss und hier muss ich sagen, das Match hat mir bis zum Ende ganz gut gefallen. Von da an war irgendwie das komplette Match dann dahin, denn das Ende war scheiße.
Immer wieder haben sie versucht, sich gegenseitig in den Tisch zu schmeißen. Dann wurde der Tisch im letzten Augenblick noch umgedreht und so. Es war eigentlich ganz gut. Aber das Endsegment war eine Powerbomb durch den Tisch. Aber die kam so plötzlich, so überraschend. Du hast den Tisch vorher überhaupt nicht gesehen in der Kameraeinstellung. Es war einfach komisch. Es war für mich irgendwie dann zu plötzlich zu Ende. Aber letztendlich finde ich es doch gut, dass Alexa Bliss sich hier den Titel geholt hat. Ich feiere das auf jeden Fall übel. Klar, ich mag Becky, da kann man nichts gegen sagen. Aber Alexa Bliss macht zurzeit einen extrem guten Job. Da kann man auch nicht meckern. Und deshalb finde ich es sehr vertretbar, ihr auch hier den Titel zu geben. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt in Zukunft noch passieren wird. Aber das finde ich echt gut. Und dann das Main Event Match um den WWE World Title, AJ Styles gegen Dean Ambrose im TLC Match, was denn doch irgendwie dadurch, dass sie auch den Titel abhängen mussten, hat sich der Pay-Per-View durch die zwei Ladder Matches irgendwie so ein bisschen Ladder-lastig angefühlt, aber von mir aus gerne, denn ich sehe das auch gerne, ich mag Ladder Matches, da kann man eigentlich immer ein gutes Match erwarten und das hatten wir hier eigentlich auch. Bis dann zum Schluss doch James Ellsworth die Rampe runterkam, obwohl AJ Styles schon fast gewonnen hatte. Und dann gab es den kleinen Eingriff, obwohl er nicht wirklich ein Eingriff war. AJ Styles ist einfach sofort zu James Ellsworth hin und hat ihn zusammengeschlagen. Und normalerweise wäre es das auch gewesen. Danach gibt es den Dirty Deeds auf die Treppe. Und ja, dann hätte eigentlich Dean Ambrose die Chance gehabt. Aber James Ellsworth turnt gegen Dean Ambrose. Es war ja klar. Das Problem hieran ist, dass man das bei SmackDown schon ein bisschen angesagt hat, denn er meinte zu Dean Ambrose, dass es für ihn ja eigentlich besser wäre, wenn AJ Styles gewinnt, denn den hat er ja schon ein paar Mal besiegt. Und da er ja ein WWE World Titel Match hat, wäre das natürlich für ihn besser. Und das hat man ja auch verwendet. James Ellsworth kippt die Leiter um, so dass Dean Ambrose da runterfliegt und so kann AJ Styles sich den Titel abhängen. War natürlich eigentlich als kleiner Schocker geplant, aber durch diesen kleinen Spoiler bei SmackDown war das irgendwie schon wieder zu klar. Und ihr wisst ja, wie ich das sehe. Ich will überrascht werden, egal was ist, egal wer da gewinnt. Ich will einfach nur überrascht werden. Und das wurde ich bei diesem Pay-Per-View zwar nicht unbedingt, aber dennoch fand ich ihn unterm Strich doch sehr gut. Es hat mich über die ganze Zeit lang immer wieder unterhalten. Und auch von der Länge her war er in Ordnung. Kann man machen. War ein guter Pay-Per-View. Das ist auf jeden Fall meine Meinung zu TLC. Schreib mir doch gerne mal deine in die Kommentare. Auf dem Weg darunter kommst du an meiner Infobox vorbei. Da kannst du dich auch mal reinklicken. Hier gibt es noch meinen letzten Vlog-Eintrag. Hier gibt es meinen Kanal zum Abonnieren. Das solltest du tun, falls du es noch nicht gemacht hast. Darunter gibt es meinen Gaming-Kanal auch. Da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Hier sind alle Social-Media-Kanäle. Die findest du aber auch in der Infobox. Also von daher sollte dich das nicht überraschen. Ansonsten war es das für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Hau rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.